In diesem Video geht es um die Umwandlung einer Parallelschaltung in eine äquivalente Reihenschaltung. Das heißt, diese Parallelschaltung soll sich genauso verhalten wie diese Reihenschaltung, die wir nun berechnen wollen. Und das macht man am einfachsten mit dem Taschenrechner direkt. Ich hole den Taschenrechner hier einmal nach vorn und da berechnen wir die Impedanz, die wir auf der linken Seite sehen. Und wenn wir das Ergebnis uns dann in Realteil und Imaginärteil anzeigen lassen, dann sehen wir schon den ohmschen Anteil. Das ist dann der Realteil und der Imaginärteil wäre dann hier der kapazitive Anteil. Ich gebe die Werte einfach direkt mal ein. Das heißt, wir berechnen hier die linke Impedanz, also XC mal RP und dann geteilt durch XC plus RP. Und da gebe ich die Werte mal ein. Fangen wir mit RP an, also 10. Mal und dann XC, das sind 5 Ohm. Das heißt, die komplexe Impedanz wäre dann minus J 5 Ohm. Das heißt, das muss ich mal minus 5i nehmen, also Shift I. Und das Ganze geteilt durch, und jetzt muss ich die beiden Werte addieren, also 10 minus 5i, Klammer zu. Gleich, und wenn ich das mir im Realteil und Imaginärteil anzeigen lasse, dann sehe ich schon hier, ich habe den Wert 2 minus 4i. Das heißt, der Realteil ist 2, der Imaginärteil minus 4. Das heißt, der ohmsche Anteil dieser Reihenschaltung wäre 2 Ohm und dieses XCR für Reihe wäre entsprechend 4 Ohm.